Am Anfang war nichts. Und dann die endlos expandierenden Dimensionen von Raum, Zeit und Materie entstanden. Jeden Tag werden neue, erstaunliche Entdeckungen gemacht, die dazu beitragen, die unbegreiflichen Geheimnisse des Universums zu lüften. Sie brechen mit der Kraft von 10.000 Atombomben aus der Sonne hervor und rasen auf die Erde zu. Das Stromnetz eines ganzen Kontinents wird völlig zerstört. Fernsehen, Radio und Internet fallen aus. Es gibt kein fließendes Wasser. Die Treibstoff- und Nahrungsmittelproduktion kommt zum Erliegen. Diese Stürme haben globale Auswirkungen und sie könnten viele Menschenleben fordern. Innerhalb eines Jahres sterben Millionen von Menschen. Infrastrukturen ganzer Länder sind vermutlich für immer zerstört. Das ist kein Katastrophenfilm-Szenario. Diese Vermutungen basieren auf einer Untersuchung der National Academy of Sciences. Manche sagen, die darin beschriebene globale Katastrophe steht kurz bevor. Sie ist überfällig. Sonnenstürme. Warum sind sie so tödlich? Warum ist so wenig darüber bekannt? Und wie können wir sie abwenden? Frühling 2013. Polarlichter funkeln am Nachthimmel über New York, Chicago, Washington DC und über Europa. Polarlichter werden von koronalen Massenauswürfen, kurz KMA, verursacht. Es sind gewaltige Sonneneruptionen. Diese magnetischen Explosionen auf der Sonnenoberfläche haben zwischen 10 und 25 Joule Energie. Das ist 100 Millionen Mal mehr Energie als die stärkste Atombombe. Milliarden Tonnen elektromagnetischer Strahlung und Teilchen werden uns von der Sonne entgegengeschleudert. Diese Dinger haben eine ungefähre Länge von 160.000 Kilometern. Das ist, als würde man den Mississippi mit Millionen Kilometern pro Stunde der Erde entgegenschleudern. NASA-Wissenschaftler des Goddard Space Flight Center beobachten die Sonneneruptionen. Aber die KMAs bewegen sich schneller als erwartet. 90 Sekunden nach dem Erscheinen der Polarlichter fällt ein Großteil des nordamerikanischen Kontinents ins Dunkel. Der Sonnensturm jagt extrem hohe Spannungen durch die Stromnetze. Die erzeugen sehr starke Magnetfelder, die weitere Spannungsstöße herbeiführen und so die Leitungen zum Schmelzen und Transformatoren zum Explodieren bringen. Riesige Transformatoren explodieren in einer Stadt nach der anderen. Die Elektrizität kommt restlos zum Erliegen. Genau wie jegliche Kommunikation. Zerstörte Satelliten treiben im All. Es gibt kein Telefon, kein Fernsehen, kein Radio, kein Internet. Die ganze Infrastruktur wäre beschädigt. Es gäbe keine Kommunikation, nichts mehr. Die Elektrizität wird nicht wiederkommen. Es könnten so viele Transformatoren betroffen sein, dass die Produktionskapazitäten der ganzen Welt Jahre bräuchten, um sie zu ersetzen. Ohne Strom kollabiert die Infrastruktur. Zuerst wird die Wasserversorgung versagen. Ohne Strom für die Pumpen wird es innerhalb eines Tages kein fließendes Wasser mehr geben. Dasselbe würde für Gasleitungen und Tankstellen gelten. Ohne Treibstoff würden der Transportverkehr und damit die Nahrungsversorgung zusammenbrechen. Ohne Benzin könnten die Menschen die Städte nicht verlassen. Kreditkarten und Geldautomaten würden ohne Strom und Telefon nicht funktionieren. Kein Strom, kein Benzin, kein Essen, kein Wasser und keine Besserung in Sicht. Das Stromnetz eines ganzen Kontinents wäre völlig zerstört.
Wir würden ins Mittelalter zurückversetzt. Und Hilfe wäre nicht in Sicht, da der Magnetsturm die gesamte nördliche Hemisphäre verwüstet hätte. Diese Stürme wirken global. Sie betreffen nicht nur ganze Kontinente, sondern den ganzen Planeten. Aus einem Magnetsturm wird die magnetische Apokalypse. Wirtschaftliche Schäden in Trillionen Dollar Höhe entstehen. Und das wäre nicht der einzige Verlust. Eventuell würden ihm ein Drittel bis die Hälfte der Menschen in der Welt zum Opfer fallen. Klingt unwahrscheinlich, aber das ist exakt die Schlussfolgerung des Berichts der National Academy of Sciences von 2009. Ein Sonnensturm könnte unsere technologische Infrastruktur vernichten, Millionen Menschenleben fordern und unsere Zivilisation um Jahrhunderte zurückwerfen. Das sind keine Vermutungen. Ein magnetischer Sonnensturm ließ 1989 in Quebec den Strom ausfallen. Eine ganze kanadische Provinz ohne Strom. Aber das war nur ein kleiner Sturm. Wir haben in den letzten 30 Jahren Sturmereignisse beobachten können, die 10-mal größer waren als die von 1989. Eine neue Generation von Satelliten hat offenbart, wie groß diese Eruptionen sind und wie verwundbar unser Planet ist. Unsere Gesellschaft ist auf einen lange anhaltenden Stromausfall nicht vorbereitet. Kann dieses Szenario verhindert werden? Möglicherweise. Aber nur, wenn wir eine der grundlegendsten und am wenigsten verstandenen Kräfte des Universums verstehen. Magnetismus. Magnetismus ist wichtig, um viele physikalische Phänomene zu verstehen. Er ist bei der Kondensation von Sternen beteiligt, bei der Entstehung von Galaxien und schwarzen Löchern. Magnetismus ist überall beteiligt. Er ist eine der vier Grundkräfte der Physik. Die Kräfte, die das Universum zusammenhalten. Physiker haben vier fundamentale Wechselwirkungen identifiziert. Die starke und die schwache Wechselwirkung wirken in Atomkernen zwischen den Elementarteilchen. Mit der Gravitation sind wir vertraut. Die vierte ist die elektromagnetische Kraft. Elektrizität und Magnetismus sind im Grunde dasselbe. Obwohl er so fundamental ist, wird der Magnetismus oft übersehen. Außer in Gestalt von Kühlschrankmagneten kommt er nicht so oft im täglichen Leben vor. Mit Magnetismus kommen wir nicht oft in Berührung. Man kann ein Magnetfeld nicht spüren. Magnetismus ist nicht Teil unserer täglichen Erfahrungen. Der Grundsatz des Magnetismus ist, dass er sowohl anziehend als auch abstoßend wirken kann. Ich habe hier zwei Magnete, um zu demonstrieren, wie magnetische Felder wirken und wie stark sie sind. Im Moment ziehen sie sich an und ich muss mich wirklich anstrengen, um sie auseinanderzubekommen. Aber sie können sich auch abstoßen. Ich lege einen auf diesen Stab. Wenn ich den anderen darüber lege, kann ich sie nicht zusammendrücken. Tatsächlich ist das Einzige, das Menschen davon abhält, durch Wände zu gehen oder durch den Boden zu fallen, Magnetismus. Moleküle und Atome sind extrem klein. Und der Raum zwischen Atomen ist extrem groß. Auf atomarer Ebene besteht alles großteils aus leerem Raum. Der Abstand, mit dem ein Elektron die Protonen im Atomkern umkreist, ist enorm. Es ist wie bei diesem Ventilator. Wenn die Elektronen die Blätter sind und die Achse den Atomkern repräsentiert, könnte man, wenn sich nichts bewegt, Dinge hindurchwerfen. Es ist nicht solide. Wodurch wird es solide? Weil das negativ geladene Elektron von den positiv geladenen Protonen eingefangen und herumgeschleudert wird. Wenn sich das Elektron richtig schnell bewegt, wie die Ventilatorblätter, dann prallt der Ball ab. Darum fällt man nicht durch den Boden und kann nicht durch Wände gehen. Es sind nicht die Atome selbst,
sondern das magnetische Feld, das Materie Festigkeit verleiht. Die magnetische Kraft wirkt entlang der Feldlinien, entweder anziehend oder abstoßend. Nimmt man einen Stabmagneten, legt ihn auf ein Stück Papier und streut Metallspäne darauf, richten sich die entlang der Feldlinien aus. Eine gute Methode, um zu erkennen, wie das magnetische Feld aussieht. Man kann sich Feldlinien wie Fahrbahnen auf einer Autobahn vorstellen. Die südliche Fahrtrichtung kreuzt nie die nördliche Fahrtrichtung. Elektromagnetische Feldlinien sind wie Fahrbahnen. Die Autos bewegen sich entlang der Fahrbahnen, genau wie das Plasma auf der Sonnenoberfläche entlang der Feldlinien strömt. Auf der Sonnenoberfläche jedoch sind diese Felder ungeheuer stark und tödlich. Man stelle sich vor, man würde auf der Autobahn eine mittlere Fahrspur öffnen. Wenn nicht klar ist, wer auf dieser Spur fahren darf, gibt es ein riesiges Durcheinander. Die Folge ist Chaos und Freisetzung von Energie. Angenommen, die Autobahn wäre auf der Sonne und die Autos wären 30.000 Kilometer lang. Der enorme Zusammenprall schleudert Materie aus der Sonne in Richtung unseres Planeten. Das ist koronaler Massenauswurf. Ein KMA ist gigantisch. Über 10 Milliarden Tonnen solares Plasma. Es ist das Äquivalent von 100.000 Flugzeugträgern, die mit Millionen Kilometern pro Stunde auf die Erde zusteuern. Ein direkter Treffer eines KMA ist selten. Wäre aber eine Katastrophe für unsere Zivilisation. Wir sind nur einen großen Sturm von einer Katastrophe entfernt. Die ganze Tragweite einer solchen Katastrophe wurde erst durch neueste Erkenntnisse der Solarforschung bekannt. Beunruhigende Satellitenmessdaten könnten uns helfen, die nächste tödliche Eruption, den magnetischen Supersturm, vorherzusehen. Es wurde erst kürzlich entdeckt, welch tödliche Gefahr von magnetischen Sonnenstürmen ausgeht. Die Sonne schleudert permanent Materie ins All. Über verschiedenste Strahlungen bis zu Sonneneruptionen und koronalen Massenauswürfen. Der Grund, warum wir von diesen Eruptionen nicht getroffen werden, ist, dass die Erde geschützt ist. Die Erde wird von einem riesigen Magnetfeld umgeben. Das Magnetfeld ist unser Schutz vor Eruptionen und koronalen Massenauswürfen. Das ist die Erde. Und die Sonne ist eine Schrotflinte. Alle paar Tage schießt die Sonne mächtige Geschosse auf die Erde ab. Aber die Erde hat einen Schutzschild, wie eine Plexiglasscheibe, die vor den Schrotladungen schützt. Sie wird Magnetosphäre genannt. Es ist ein mächtiges magnetisches Feld, das von dem sich drehenden Kern der Erde erzeugt wird. Es reicht 70.000 Kilometer ins All. Und genau wie ein Ringmagnet den anderen abstößt, so stößt die Magnetosphäre das magnetische Plasma der Sonne ab. Milliarden Tonnen superheißen magnetischen Plasmas treffen unseren Planeten und werden normalerweise abgelenkt. Das elektromagnetische Feld der Erde ist ein Schutzschild. Elektrisch geladene Teilchen werden vom Magnetfeld abgelenkt. Nur ein winziger Teil des magnetischen Sturms kann durch die kleinen Öffnungen an den Polen eindringen. Dort können wir ihn als Polarlicht sehen. Die Magnetosphäre leitet energetische Partikel zu den Polen. Dort sehen wir sie als Nord- oder Südlichter. Die Partikel interagieren mit der Atmosphäre und beginnen zu glühen. Ein fantastischer Anblick.
Der Schutz vor elektromagnetischem Material durch die Magnetosphäre ermöglicht, dass Leben auf der Erde gedeiht. Ohne ihn würden radioaktive Partikel vermutlich alles Leben auslöschen. Glücklicherweise schützt uns das Feld vor Sonneneruptionen, aber lässt anderes wie Licht und Wärme durch. Sie wundern sich vielleicht, dass die Magnetosphäre uns vor koronalen Massenauswürfen schützt, aber das Sonnenlicht weiter zu uns durchdringt. Das kommt daher, dass der koronale Massenauswurf zum Großteil aus geladenen Teilchen besteht, die von dem magnetischen Feld abgelenkt werden. Licht ist nicht elektrisch geladen. Es kann das Feld durchdringen, als wäre es nicht vorhanden. Doch woher kommt diese gewaltige magnetische Kraft des Planeten? Das können wir mit einem der ältesten Magnetometer herausfinden. Einem Kompass. Der Kompass ist ein einfaches Instrument, das mir anzeigt, wo Norden ist. Es beruht auf magnetischen Feldern und zeigt nicht immer nach Norden. Ich zeige Ihnen, warum. Wir sind auf einem Schrottplatz. Hinter mir ist ein riesiger Elektromagnet. Mal sehen, was passiert, wenn wir ihn einschalten. Der Kompass zeigt zum Magneten. Wenn wir ihn ausschalten, zeigt er wieder nach Norden. Der Kompass zeigt also immer auf das naheste und stärkste Magnetfeld. Tatsächlich zeigt ein Kompass gar nicht nach Norden. Er zeigt auf Felsen in der Nähe von Ellesmere, einer kanadischen Insel. Dort ist der magnetische Nordpol. Der Pol selbst ist nicht magnetisch. Das Magnetfeld wird tief im Erdinneren erzeugt. Magnetfelder werden von sich bewegenden Strömen erzeugt und die Erde besteht aus strömenden Massen. Die Erde dreht sich, das Erdinnere ist jedoch geschmolzen und flüssig. In etwa wie bei diesem Glas Wein. Wenn ich es schwenke, entsteht eine stetige Bewegung entlang der Außenwand. So etwas passiert auch im Erdinneren. Ströme aus geschmolzenem Eisen erzeugen das Magnetfeld. Unser Planet ist also ein Dynamo, ein Gerät, das Bewegungsenergie in Strom umwandelt. Dynamos. Die Erde hat einen, die Sonne hat einen und mein Fahrrad hat auch einen. Durch die Drehung des Rades dreht sich die Achse des Dynamos, an der Magnete angebracht sind. Durch die Drehung der Magnete wird in dieser Drahtspule ein elektrisches Feld induziert, was zu Stromfluss führt. Wie man sehen kann, wandelt er mechanische Energie in elektrische um und elektrische schließlich in Licht. Das Grundprinzip des Dynamos ist Bewegung. Sich bewegende Ströme können ebenso elektromagnetische Energie erzeugen wie die Fahrradräder. Tatsächlich erzeugen Flüssigkeiten das stärkste magnetische Feld unseres Planeten, der flüssige Dynamo des Erdinneren. Doch es gibt ein Problem mit diesem uralten Dynamo. Er kann stoppen oder die Richtung ändern. Das magnetische Feld der Erde ist nicht statisch. Es hat sich schon häufig geändert. Wie der Wein im Glas kann der Dynamo der Erde die Richtung wechseln. Der Nord- und der Südpol würden dann die Plätze tauschen. Was genau die Ursache für so eine Polumkehr ist, weiß man nicht. Wir wissen nur, dass es geschieht. Die Richtung des Magnetfeldes wechselt alle paar 100.000 Jahre. Eisbohrkerne und meeresgeologische Funde deuten darauf hin, dass Kompasse vor 780.000 Jahren nach Süden gezeigt hätten. 50.000 Jahre davor wiederum nach Norden. Es ist ein wiederkehrendes Muster auf unserem Planeten. Das Magnetfeld wird sich wieder umkehren. Wir wissen nur nicht wann.
Tatsächlich war die letzte Umkehr vor 780.000 Jahren, was länger zurückliegt, als durchschnittlich zu erwarten ist. Wir sind also überfällig. Niemand weiß, welche Auswirkungen eine Polumkehr auf das menschliche Leben hätte. Kompasse würden nach Süden zeigen. Die Orientierung von Vögeln sowie die GPS-Navigation wären beeinträchtigt. Noch beunruhigender, eine Polumkehr kann dazu führen, dass das magnetische Feld eine Zeit lang schwächer oder gar nicht vorhanden wäre. Ein geschwächtes magnetisches Feld kann nicht mehr vor geladenen Partikeln von der Sonne schützen. Hier ist die Erde mit einem Plexiglasschild. Wird der Schild schwächer, kann eine hochenergetische Ladung von der Sonne großen Schaden anrichten. Wenn die überfällige Polumkehr stattfindet, könnte die Magnetosphäre verschwinden. Die Erde wäre dann tödlichen Sonnenstürmen schutzlos ausgeliefert. Magnetische Sonnenstürme stellen eine große Gefahr für das Leben auf der Erde dar. Auf der Oberfläche der Sonne brodelt es. Und eine Eruption schießt heraus. Eine furchtbare Explosion. Es ist ein riesiger koronaler Massenauswurf. Diese ionisierten Teilchen verlassen die Sonne mit extremer Geschwindigkeit. Diese Aufnahmen wurden von NASAs neuestem Satelliten SDO, dem Solar Dynamics Observatory, gemacht. Noch nie hatte die Menschheit einen so klaren Blick auf unsere Sonne. Der größte Unterschied zwischen diesem Sonnenforschungssatelliten und seinen Vorgängern ist, dass er die ganze Sonne im Blick hat. Das SDO wurde im Februar 2010 ins All geschossen. Es misst den Magnetismus, ultraviolette Strahlung und sogar Vorgänge im Inneren der Sonne. Schon jetzt hat das SDO noch nie zuvor gesehene Nahaufnahmen von Sonneneruptionen, magnetischem Regen und Tsunamis, die sich über die Sonnenoberfläche bewegen, gemacht. Man kann zurückspulen und sich die interessantesten Stellen nochmal anschauen. Dadurch erkennen wir Zusammenhänge, die vorher nie so klar sichtbar waren. Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, dass mehr oder weniger alle Aktivitäten der Sonne auf Magnetismus zurückgehen. Der Schlüssel, um die Aktivitäten der Sonne zu verstehen, ist Magnetismus. Wir sehen Sonnenflecken, Protuberanzen, Explosionen, koronale Massenauswürfe. Man kann die Zusammenhänge nur durch das Magnetfeld verstehen. Der Magnetismus der Sonne wird durch die Bewegung von superheißen Plasmaströmen hervorgerufen, die durch die Oberfläche brechen. Eine Art, wie Magnetismus erzeugt wird, ist durch sich bewegende Ströme. Diese Ströme erzeugen ein Magnetfeld. Und die Sonne besteht nur aus sich bewegenden und umherwälzenden Strömen. Eines der magnetischen Phänomene, das man von der Erde aus betrachten kann, ist ein Sonnenfleck. Wenn man die Sonne betrachtet und einen Sonnenfleck sieht, dann sieht er wie ein dunkler Fleck aus. Das Magnetfeld ist dort stark in sich gekrümmt. Das sieht in etwa so aus, wie wenn man den Stöpsel aus der Wanne zieht. Es entsteht ein Wirbel auf der Sonnenoberfläche. Dort ist das Magnetfeld besonders stark. Ein Sonnenfleck kann dramatische Auswirkungen haben. Eine Sonneneruption. Diese Explosionen nennen wir Sonneneruptionen. Sie können verhältnismäßig klein sein, wie eine Atombombe. Oder sie können so groß wie Millionen Atomexplosionen sein. Sonneneruptionen steigen Millionen von Kilometern ins All. Diese Magnetstürme sind alles andere als nur interessante astronomische Beobachtungen. Das Magnetfeld der Sonne erzeugt eine dynamische, sich stetig verändernde Atmosphäre im Sonnensystem.
Sie wird Weltraumwetter genannt. Weltraumwetter verursacht Veränderungen im Weltraum, die Einfluss auf unsere Erde haben. Wie können wir das messen und vorhersagen? Weltraumwetter beeinflusst die Satelliten, die die Erde umkreisen. Hochenergetische Strahlungen von Sonneneruptionen können Millionen Schäden an Kommunikations- und Navigationssatelliten verursachen. Astronauten des Space Shuttles und der Internationalen Raumstation brauchen Weltraumwettervorhersagen, um tödliche Strahlung bei Außeneinsätzen zu vermeiden. Dafür wurde das Solar Dynamics Observatory entwickelt. Das Weltraumwetter vorherzusagen ist eine große Herausforderung. Wir müssen sie verbessern. Die meisten von uns trauen normalen Wettervorhersagen nur wenig. Beim Weltraumwetter sind wir noch lange nicht so weit. Gibt es wiederkehrende Muster im Weltraumwetter? Genau das hat sich auch ein Zuschauer gefragt und uns eine E-Mail geschickt. Kann die Wissenschaft Sonneneruptionen und KMAs vorhersagen? Interessante Frage. Wir würden gerne voraussagen können, wann sich gigantische koronale Massenauswürfe ereignen. Es hat sich gezeigt, dass alle 11 Jahre ein Maximum an Sonnenflecken, koronalen Massenauswürfen, Sonneneruptionen und damit verbundenen Aktivitäten stattfindet. Wir können grob vorhersagen, wann dies geschieht. Wir können jedoch keine einzelnen Sonnenfleckencluster oder koronalen Massenauswürfe vorhersagen. Die bei weitem extremsten Weltraumwettereffekte sind koronale Massenauswürfe. Sie hängen mit dem Sonnenzyklus zusammen. Während eines Maximums können bis zu 2 oder 3 pro Tag auftreten. Sie beginnen mit wunderschönen Sonnenstürmen, die vom SDO in voller Pracht aufgezeichnet werden. Ein Hurrikan magnetischer Felder wächst. Er windet sich und schleudert Plasmaschwaden und Bögen tausende Kilometer aus der Sonnenoberfläche. Manchmal sind diese Strukturen für Tage oder Wochen stabil und dann löst irgendetwas plötzlich den koronalen Massenauswurf aus. Dann wird die Struktur in den Weltraum gerissen. Die riesigen geladenen Plasmawolken fliegen unserem Planeten entgegen. Normalerweise werden sie problemlos um ihn herum gelenkt. Doch es gibt ein Problem mit dem Magnetfeld der Erde. Es beginnt sich zu verändern. Im schlimmsten Fall passiert dasselbe wie dem kalten, toten Planeten Mars. Ohne die schützende Wirkung der Magnetosphäre könnten magnetische Stürme die Zivilisation zum Erliegen bringen. Unser Planet hat ein Magnetfeld. Trifft das auf andere Planeten auch zu? Laut NASA ist das eine wichtige Frage, da die Eigenschaften der Magnetfelder anderer Planeten Rückschlüsse auf die Zukunft der Erde zulassen. Erst seit dem Beginn des Weltraumprogramms 1960 sind wir in der Lage, die Magnetfelder anderer Planeten zu messen. Und die Erkenntnisse sind überraschend. Alle 4 großen Planeten, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, haben aktive Magnetfelder. Jupiters Magnetfeld ist das stärkste. Auf der Oberfläche ist es etwa 10-mal stärker als das der Erde. Jupiters Magnetfeld dehnt sich 6,5 Millionen Kilometer ins All aus und erfüllt dieselbe Funktion wie das der Erde. Auf Jupiter und Saturn kann man Polarlichter beobachten, die nach denselben Prinzipien entstehen wie die Polarlichter auf der Erde. Partikel von der Sonne werden zu den Magnetpolen der Planeten gelenkt. Dort glühen sie in der Atmosphäre auf. Seltsamerweise sind Magnetfelder, je näher man der Sonne kommt, seltener vorhanden. Merkur hat ein sehr schwaches Magnetfeld.
Es beträgt etwa 1% von dem der Erde. Die Venus hat fast gar keines. Doch das Rätselhafteste ist das von Mars. Ende der 1990er Jahre umrundete Global Surveyor den Mars. Er fand heraus, dass Mars kein globales Magnetfeld besitzt. Global Surveyor fand jedoch kleine verstreute Magnetfelder auf der Oberfläche. Die NASA vermutet, dass es sich hierbei um Paläomagnetismus handelt, um Überbleibsel einer Periode vor Milliarden von Jahren. Hatte der Mars einst ein Magnetfeld ähnlich der Erde? Wenn ja, was geschah mit ihm? Glücklicherweise müssen wir nicht zum Mars fliegen, um das zu überprüfen, da wir schon Teile des Mars hier haben. Wir haben Gesteinsproben vom Mars. Es sind Meteorite, die von einem Asteroiden oder Kometen vor Jahrmillionen vom Mars abgesprengt wurden. Diese Brocken flogen durch das All und einige sind zufällig auf die Erde gefallen. Einer dieser geborgenen Mars-Meteoriten trägt den Namen ALH84001. Einige Wissenschaftler vermuten, er könnte uraltes Leben vom Mars enthalten. Dieses Bruchstück könnte die Frage nach dem Magnetfeld des Mars beantworten. ALH84001 ist das älteste bekannte Gestein von einem anderen Planeten. Es hat die frühe Geschichte des Mars erlebt und enthält deshalb einmalige Daten. Das supraleitende Quantenelektronenmikroskop SQUID des MIT ist eines der empfindlichsten Instrumente zur seismischen Magnetmessung der Welt. Mit ihm kann man dem Gestein überraschende Erkenntnisse entlocken. Wir konnten nachweisen, dass das Gestein magnetisiert war. Dieser Paläomagnetismus konnte präzise auf 4 Milliarden Jahre datiert werden. Im Inneren des Meteoriten schlummert eine uralte Aufzeichnung von der Magnetosphäre des Mars. Vor 4 Milliarden Jahren erzeugte der flüssige Kern des Mars ein starkes Magnetfeld. Der frühe magnetische Mars war ein völlig anderer Ort als heute. Wir vermuten, dass die Atmosphäre viel dichter war. Es gab vermutlich flüssiges Wasser an der Oberfläche und es war wärmer. Viel erdähnlicher als heute. Dann starb der Mars geheimnisvollerweise. Die Temperaturen sanken, das Wasser und die Atmosphäre verschwanden. Was war geschehen? Das Magnetfeld des Mars verschwand vor etwa 4,1 Milliarden Jahren. Was fasziniert, ist, dass das etwa mit der Zeit korreliert, als der Mars von einem warmen, feuchten zu einem trockenen, kalten Planeten wurde. Eine Hypothese über das Verschwinden der Mars-Atmosphäre besagt, dass das Fehlen einer Magnetosphäre es den Sonnenwinden ermöglichte, die Atmosphäre Stück für Stück wegzureißen. Ohne magnetischen Schutzschild würde ein koronaler Massenauswurf die Oberfläche des Mars bombardieren. Und ein magnetischer Sturm würde die Atmosphäre des Planeten wegreißen. Plötzlich verlor die Atmosphäre große Mengen an Gasen, wie Sauerstoff, Argon und Stickstoff. Die Atmosphäre wurde mit der Zeit immer dünner. Flüssiges Wasser war auf der Oberfläche nicht mehr stabil. Und der Mars fiel in einen kalten, trockenen Schlummer. Könnte das der Erde auch passieren? Zu einem gewissen Zeitpunkt wird das Magnetfeld zusammenbrechen. Doch das wird noch lange dauern. Ein größeres Problem ist die Polumkehr. Wie wir bereits wissen, kehrt sich das Magnetfeld unseres Planeten alle paar hunderttausend Jahre um. Und es ist längst überfällig. Wenn sich das Magnetfeld umkehrt, könnte der Prozess die Erde für Tage oder auch länger ungeschützt lassen. Das könnte das Mars-Szenario Wirklichkeit werden lassen. Wir werden die stärksten Magnetstürme seit dem Beginn der modernen Zivilisation erleben.
Die Polumkehr ist nicht die einzige Gefahr. Experten vermuten, dass unsere gesamte Gesellschaft von einem Sonnensturm vernichtet werden könnte. Eine globale Katastrophe kann eventuell vermieden werden. Aber man muss sich bald darauf vorbereiten. And the clock is ticking toward magnetic apocalypse. Magnetic storms are some of the most powerful forces in our solar system. And they've been nearly completely overlooked by science. These storms have damaged our planet before. In 1989, als der Magnetsturm Nordamerika traf und die Stromversorgung in Quebec und den angrenzenden Gebieten unterbrach, 6 Millionen Menschen waren im kalten kanadischen Winter ohne Strom. Die Stromversorgung konnte innerhalb eines Tages wiederhergestellt werden. Und eine größere Katastrophe wurde abgewendet. Der Quebec-Sturm war eher klein. Ein wesentlich größerer Sturm wurde 1859 aufgezeichnet. Selbst in Kuba konnte man die Nordlichter sehen. Telegrafenleitungen in ganz Amerika brummten und schlugen Funken, als eine gewaltige Spannung sie kurz schloss. Das könnte einer der größten geomagnetischen Stürme gewesen sein. Er war 10-mal so stark wie derjenige, der 1989 Probleme bereitet hatte. Neue Daten vom SDO und anderen Beobachtungssatelliten zeigen, dass solche starken Sonnenstürme weit häufiger auftreten, als wir vermuteten. Was würde geschehen, wenn der extreme Sturm von 1859 heute unseren Planeten träfe? Die Katastrophe würde mit einem ausbrechenden Sonnenflecken ihren Anfang nehmen, der Milliarden Tonnen Material in Richtung Erde schleudern würde. Innerhalb von 8 Minuten würden Gamma- und Röntgenstrahlen die meisten Satelliten außer Gefecht setzen. Unsere vernetzte Gesellschaft wäre nun blind. Kein GPS, keine Flugzeugnavigation, kein Satelliten- oder Kabelfernsehen. Wir haben aber hunderte Satelliten im Orbit. Im Durchschnitt ist jeder von ihnen eine halbe Milliarde Dollar teuer. Also mehrere hundert Milliarden Dollar wären verloren. Innerhalb von 8 bis 16 Stunden würde die große Masse solaren Materials auf die Magnetosphäre der Erde treffen. Würde sie überwinden und in die Atmosphäre eindringen. Die elektrische Infrastruktur würde von starken Überspannungen in den großen Netzen heimgesucht werden. Überall im Land würden Transformatoren explodieren. Zusammen mit den Transformatoren würde jedes elektrische Gerät in Amerika vernichtet. Die Stromnetze sind die Schlüsselinfrastruktur. Versagt sie, werden fast alle anderen Infrastrukturen entweder sofort oder innerhalb weniger Tage versagen. Wo kommt Trinkwasser her? Meist muss es mit Pumpen herangeschafft werden. Es gibt also kein Trinkwasser. Es wird kein Licht geben, wenn man keinen eigenen Generator hat. Dann geht das Benzin an den Tankstellen zur Neige, da die Pumpen nicht arbeiten. Die Elektrizität wird nicht wiederhergestellt werden können, da die Transformatoren zu stark beschädigt sein werden, um sie zu reparieren. Sie müssen ersetzt werden. Es dauert mindestens 6 Monate, um einen Transformator von Grund auf neu zu konstruieren. Das bedeutet, kein Strom, kein Wasser, kein Treibstoff, keine Bankgeschäfte für 6 Monate in größeren Städten. In kleineren Städten wird es länger dauern. Das gesamte Stromnetz wiederherzustellen könnte über ein Jahrzehnt dauern. Die Kosten wären enorm und der Verlust von Menschenleben beängstigend. Es ist ausgeschlossen, dass wir angesichts einer solchen Katastrophe eine Bevölkerung von 300 Millionen Menschen in den USA versorgen könnten.
Einige Schätzungen gehen davon aus, dass ein großer Magnetsturm zum Tod von einem Drittel bis zur Hälfte der Bevölkerung der Nordhalbkugel führen könnte. Das wären 100 Millionen Tote in den Vereinigten Staaten, 250 Millionen in Europa, 1 Milliarde in Asien. Bis heute war eine solche Katastrophe unvorstellbar. Kann irgendetwas getan werden, um so eine Katastrophe zu verhindern? Experten versuchen, Vorkehrungen zu treffen. Die Beobachtung der Sonnenaktivitäten sind verstärkt worden. Ebenso müssen Kabel abgeschirmt werden, sowie Überspannungsprotektoren in Transformatoren integriert werden. Wir müssen nun diese Netze nachträglich umrüsten. Wir stehen erst am Anfang davon, wie wir diese Infrastruktur widerstandsfähiger machen können. Die apokalyptische Kraft von Magnetstürmen zeigt, wie essentiell Magnetismus in unserem Leben und im Universum als Ganzem ist. Elektromagnetismus ist die wichtigste Kraft in unserem täglichen Leben. Man denkt so wenig über Elektromagnetismus nach, wie ein Fisch über Wasser nachdenkt. Er ist überall, er hält alles zusammen, er hält die Atmosphäre und auch das Atmen und Sehen ist eine elektromagnetische Wechselwirkung. Elektromagnetismus ist eine einfache Kraft. Eine der 4 Grundkräfte des Universums. Er kann ein Kinderspielzeug sein. Er hält unsere Moleküle zusammen. Und, wenn wir Glück haben, schützt er unseren Planeten vor den gewaltigen Kräften der Sonne. Für die Bewohner der Erde ist er eine der am meisten unterschätzten Kräfte des Universums. Er kann alles geben und alles nehmen.